Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Ein Tumor im Kopf, das ist eine Diagnose, die natürlich vielen Angst macht. Vor allem, wenn der Tumor nahe der Schädelbasis liegt, also am Auge, am Ohr, an der Nase, dann konnte es früher bei den Operationen durchaus passieren, dass das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber heute gibt es neuere Methoden, erfolgreichere Methoden, und die funktionieren interdisziplinär. Und wir sprechen jetzt darüber, wie das geht. Zum Beispiel arbeitet dann ein HNO-Spezialist mit einem Neurochirurgen zusammen. Bei mir sitzt jetzt ein solcher HNO-Spezialist, das ist Professor Dr. Jens Meyer. Er ist Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, plastische Operationen an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben. Schönen guten Tag. Sagen Sie uns erst einmal, diese Schädelbasis, wo liegt die genau am Kopf? Ich habe dazu ein kleines Modell mitgebracht, das ich einmal rübernehme. Wenn man den Schädeldeckel abnimmt, dann kann man einmal sehr schön auf die Schädelbasis schauen. Das Ganze, was man hier sieht, ist die Schädelbasis. Das ist die Schädelbasis im Bereich der Nase, nennt sich Rhinobasis. Hier der Bereich des Ohres. Und hier hinten, das ist die hintere Schädelgrube, wo das Kleinen sitzt, also der Sitz des Gleichgewichtsorgans oder der Gleichgewichtskoordination. Das Gesamte ist die Schädelbasis. Und da sieht man auch schon eins Problem. Wenn Sie das einmal sehen, von außen im Prinzip, wenn wir den Schädel jetzt wieder zumachen, hat man eben keinen direkten Zugang. Man kommt eben nicht direkt dahin, sondern muss immer durch verschiedene Gewebeschichten oder Gewebeabschnitte gehen, um dahin zu kommen. Das heißt also, wir sprechen jetzt über welche Art von Tumoren? Also die am Auge, an der Nase? Welche sind das genau? Welche begegnen Ihnen da? Im HNO-Bereich ist es so, dass natürlich im Prinzip der Nasennebenhöhlenbereich eine Rolle spielt. Das ist das, was wir häufiger sehen. Dann der Ohrbereich spielt eine Rolle. Ich lege das einmal zur Seite. Der Ohrbereich spielt eine Rolle, der hier zu sehen ist. Dann natürlich die im Bereich des Gesichtes vorkommenden Tumore und für den HNO-Bereich natürlich auch im Bereich der Mundhöhle vorkommende Tumore. Dann letztendlich noch, das ist aber Grenzbereich immer zu den Augenheilkunden, natürlich die Augenheilkunde, die Orbita, die Augenhöhle sozusagen, wo Tumore sitzen können, je nachdem, wo sie gelegen sind, eben auch mit Beteiligung oder ausgehend vom Nasennebenhöhlen oder HNO-Bereich. Also das sind so die typischen Sachen, die wir sehen, und das sind auch die häufigsten Sachen. Dann natürlich gibt es die Traumata, die Unfälle. Wenn Sie angucken, Hamburg ist eine Großstadt, hat also viele Unfälle natürlich, weil viel Verkehr bei uns durchläuft und auch jeder pendelt rein und raus. Und das bedeutet natürlich, dass eine Menge los ist, und da kann es natürlich auch zu Unfällen kommen. Und da ist es so, dass bei 30% der Unfälle, statistisch gesehen in Deutschland, eben Kopftraumata eine Rolle spielen. Und da kommt dann wieder die Traumatologie im Kopfbereich zum Zuge, die in der Regel durch Kieferchirurgen oder und HNO-Ärzte durchgeführt werden. Das ist auch ein Bereich, der häufiger vorkommt, wo wir uns dann treffen. Das sind so die typischen Bereiche. Jetzt haben Sie ja eben gerade schon angedeutet, das ist nicht so ganz einfach, an der Schädelbasis etwas zu tun. Ich habe ja auch schon gesagt, das hat was, früher hat man das Hirn anfassen müssen dafür. Was macht das da jetzt genau so schwierig für Sie? Ja, zunächst einmal ist es so, wenn Sie nochmal auf den früheren Gang zurückkommen, ist es so, früher hatten wir ja nicht so kleine Instrumente, große Zugangswege, da musste man offen operieren. Offene Chirurgie ist da das Schlagwort. Und beispielsweise offen chirurgisch ist natürlich so, dass man Teile des Schädels wegnimmt, um dann entsprechend an die Bereiche zu kommen. Und dann ist es ja nicht nur, dass man nur den Schädel wegnimmt, sondern die Schädeldecke, sondern darunter natürlich das Hirn auch liegt. Und das muss man dann anheben, zum Beispiel, um hier nach vorne zu kommen oder zur Seite zu kommen. Ja, da muss man das Hirn bewegen, sonst kommt man nicht an die Bereiche ran, wo die Schädelbasis eigentlich ist. Und das hat natürlich viele Kollateralprobleme nach sich gezogen. Und das Gleiche gilt natürlich für die offene Chirurgie durch den Kopf durch. Da haben wir früher auch Teile des Schädels rausgenommen oder Teile des Knochens, des Gesichtsknochens rausgenommen, um dann direkten Zugang dazu zu haben. Das ist das, was wir früher gemacht haben und was natürlich durch diese ganzen weiten Wege zum OP-Gebiet hin und die großen Zugänge entsprechend auch entsprechende Komplikationen oder Kollateralschäden nach sich gezogen hat. Diese Schäden, was passierte dann mit den Menschen oder wie haben die das gemerkt, die Patienten? Ja, also wenn man beispielsweise jetzt einen Bereich in dem Nasennebenhöhlenbereich nimmt, also hier vorne lokalisiert, da ist das so, dass an der Stelle zum Beispiel Nasennebenhöhlenkarzinome dort sehr häufig einwachsen, die werden sehr spät entdeckt. Wenn man das von außen operiert hat wie früher, dann muss man eben Teil der Schädeldecke wegnehmen hier vorne, um da ranzukommen. Da muss man das Hirn anheben. Wenn das Hirn gequetscht wird, dann kommt es dazu, dass da Flüssigkeitsanlagerungen stattfinden. Und die klassischen Sachen, die im Hirn verschaltet sind, die ganzen
Innovationen und Impulse, die werden natürlich da nicht mehr richtig gut weitergeleitet und es kommt dazu zu Veränderungen. Zum Beispiel Wesensveränderungen im Bereich des Frontalhirns sind ganz typisch gewesen bei diesen Patienten und auch gar nicht so selten. Und natürlich auch, wenn man sich das überlegt, dass man das große Zugänge hatte, große Wundflächen, lange heilen, ist es natürlich auch so, dass die Rekonvaleszenz des Patienten deutlich länger ist als früher. Ja. Da haben wir ganz lange Patienten gehabt, die mehrere Wochen oder auch Monate in Kliniken waren und dann danach sich auch noch eine Reha unterziehen mussten. Heutzutage standardisiert bei jedem neurochirurgischen Eingriff notwendig. Das ist natürlich Sachen, die man durch die kleineren Zugänge, die wir jetzt machen, nicht mehr so oft hat. Ja, genau. Wie funktioniert das denn heute, wenn man also jetzt nicht mehr von außen den Schädel aufsägen muss, beziehungsweise eben das Hirn anheben muss? Welche Möglichkeiten haben Sie heute? Ja, heutzutage haben wir das über minimalinvasive Zugänge und in der Regel braucht man ja erstmal eine Sicht auf die ganze Sache. Da habe ich einmal ein Endoskop mitgebracht, das ist jenes hier. Ja. Das sind unterschiedlich gewinkelte Endoskope, mit denen man um die Ecke gucken kann, mit denen man nach vorne gucken kann. Man kann mit denen rundherum drehen, es gibt welche, die man bewegen kann. Also man hat dann alle Möglichkeiten, die man auch beispielsweise bei einer modernen Fotokamera hat, also Weitwinkelobjektive und solche Sachen. Das ist das eine und man hat auch hier jetzt die Möglichkeit heutzutage, einen Vergrößerungsfaktor zu haben, wie ein Mikroskop quasi in einem Stablinsensystem. Das ist natürlich super, weil man dann dadurch auch besser sehen kann, eine bessere Auflösung hat und man braucht, das ist jetzt eine 4 mm Optik, beispielsweise bräuchte man ein Bohrloch von 6 mm dann durchgucken zu können, oder 5 würde auch schon reichen. Ja. Das macht das Ganze einfacher. Und wenn man sich jetzt mal noch ein Beispiel des Nasennebenkarzinoms das nimmt, haben wir heutzutage die Möglichkeit, wir operieren in den Nasennebenhöhlen, das ist dieser Bereich hier regelmäßig ja, durch den Nasenlöcher hindurch, da geht man durch das Nasenloch hindurch letztendlich. Ja. So. Und kann dann eben schon, wie man hier sehen kann, die gesamte Schädelbasis einsehen. Indem man das bewegt, kann man auch, wenn man weiter reingeht, kann man weiter nach hinten kommen, weiter nach vorne kommen. Man kann den gesamten Bereich abscannen und einmal runter das Ganze operieren sozusagen. Das macht bis hinten hin zur Kalbeinhöhle und bis zur Wirbelsäule, die ganz hinten kommt, die man in der Regel durch den Mund operiert zum Beispiel, aber jetzt auch durch die Nase machen könnte. Theoretisch natürlich eine ganze Möglichkeiten, die man hat. Jetzt, bis jetzt, also so wie Sie das jetzt gerade zeigen, durch das Nasenloch hindurch, haben Sie da schon durch irgendetwas sich nochmal hindurch bohren müssen oder ist das alles noch die Nasenhöhle, die sowieso offen wäre? Also, wenn man nach hinten geht, ist es die Nasenhöhle. Wenn man zu den Nebenhöhlen geht, hier fehlt schon die mittlere Muschel an der Stelle. Da sieht man auch schon die Siebbeinzellen, die hier zu sehen sind. Die muss man wegnehmen, das sind kleinere Zellen, das ist also eine Nasennebenhöhlenoperation, die häufig vorkommt im HNO-Bereich, ist eine der häufigsten Eingriffe, die wir durchführen. Und da ist es so, muss man natürlich erstmal den Nasennebenhöhlenbereich eröffnen und freimachen, also eine Gesamthöhle daraus machen letztendlich, um dann am Ende natürlich dahin zu kommen, wenn man in diesen Bereich hier vorne kommen möchte. Da muss man schon ein bisschen was machen, aber das sind alles noch Sachen, die im Prinzip ohne Nachteil für den Patienten sind. Ja, selbst wenn man ein Nasennebenhöhlensystem ausräumt, hat das in der Regel auch für Normalgesunden hätte es keinen Nachteil. Weil das so ist, dass der Kopf ja viele lufthaltige Zellen hat, damit er nicht so schwer ist, aus der Natur gesehen. Und diese lufthaltigen Zellen sind die zum Beispiel Nebenhöhlen, die man sieht, die man aber eigentlich nicht so in dem Sinne braucht. Ja, haben ein bisschen Aufgabenreich im Rahmen der Resonanz, aber ansonsten sind sie so, dass man sie operiert, auch keinen Nachteil hat für den Patienten. Und deswegen ist der Zugang zum Beispiel durch die Nase eine der Möglichkeiten, die gut sind. Das Gleiche geht natürlich, hier kommt man in den Bereich der vorderen Teile hin, des Hirns natürlich, und im Bereich der Augenhöhle. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Ohrzugänge. Auch Ohrenoperationen sind in unserem Bereich häufig der Fall. Da geht man durch das Ohr hindurch. Das macht man in der Regel mikroskopisch und dann endoskopisch unterstützt, wenn man zum Hirn geht. Dann nimmt man hier, das ist das Ohr, was man sehen kann, hier ist der Warzenfortsatz, der Gehörgang, wenn man den aufklappt, dann kommt man hier sehr schön, kann man sehen, direkt zum Hirn hin, in den Bereich der lateralen, also der äußeren Anteile, kommt man da sehr schön hin und kann dann entsprechend auch dort operieren durch das Ohr hindurch. Auch hier ist es so, dass man, wenn man den Zugang wählt, in aller Regel auch keine unbedingt funktionellen Probleme hinterlassen muss. Das geht auch so. Man muss zwar dann auch natürlich diese Löcher, die man in der Schädelbasis schafft, wieder verschließen, damit das Hirn abgeschottet ist und keine Verbindung nach außen mehr hat, denn das ist ja der eigentliche Sinn, des Hirnschädels, der Hirnhöhle, dass sie von den ganzen anderen Höhlen unabhängig ist. Sozusagen. Womit verschließen Sie die wieder, die Löcher? In aller Regel nimmt man körpereigene Gewebe. Das ist heutzutage Standard. Da kann man sich sehr schön bedienen an Muskelfaszien oder an Fett zum Beispiel, Bauchfett als Beispiel jetzt einmal. Hat auch gleich einen positiven Effekt für den Patienten in vieler Hinsicht. Und dann gibt es natürlich auch davon sogenannte alloplastische Materialien.
und die wir benutzen, wo dann verschiedenste Sachen zum Einsatz kommen, resorbierbare, nicht resorbierbare, je nachdem, was man erreichen möchte, was man muss, bis hin zum Metall, natürlich Titan. Ja, also jetzt haben Sie uns erklärt, dass man durch die Nase sehr gut operieren kann, ohne wirklich viel zerstören zu müssen, sag ich mal, beeinträchtigen zu müssen, und auch durch das Ohr. Der Charme dieser OP-Methoden ist ja auch ein interdisziplinärer. Das heißt, Sie arbeiten zusammen mit einem Neurochirurgen. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist in aller Regel so, dass die Operationsteams, also es fängt natürlich schon an in der Diagnostik, beziehungsweise im Bereich der Planung natürlich der Therapie. Da werden dann die verschiedenen Fachbereiche hinzugezogen, sowohl im diagnostischen Bereich als auch nachher im operativen therapeutischen Bereich selbstverständlich. Und da ist es so, dass wir von Anfang an die Patienten dann in aller Regel vor Operation auch konsiliarisch sehen. Wir haben interdisziplinäre Tumorboards, wir haben interdisziplinäre Schädelbasisboards, gibt es, wo wir uns treffen und wo dann die Fälle in der Regel demonstriert durch einen Radiologen, Neuroradiologen, Spezialisten für den Kopfbereich in der Diagnostik demonstriert werden, und dann wird dann besprochen, wie man vorgeht, was man noch braucht, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, ob man das überhaupt unter den gegebenen Umständen tun sollte oder Alternativtherapien vorschlagen sollte oder andere Dinge. Die werden da interdisziplinär besprochen mit allen dazugehörigen Disziplinen, in der Regel zwischen 5 und 10 oder 12 Fächer, die dann zusammensitzen und dann über den Tellerrand hinaus sozusagen interdisziplinär solche Sachen planen. Das ist der erste Schritt, und wenn das dann klar ist, dann wird ein Termin festgehalten, in meinem Fall regeloperativ natürlich, wo wir uns dann treffen, und dann wird ein OP-Termin festgelegt, dann kommen die Disziplinen in der Regel auch von Anfang an dazu. Denn man hat ja doch durchaus eine ganze Menge, profitiert man davon voneinander, wenn man natürlich, wenn jetzt in meinem Bereich zum Beispiel durch den HNO-Bereich durchgeht zum Hirn hin, um jetzt mal beim Neurochirurgen zu bleiben, der natürlich das in der Regel nur von oben sieht, ich sehe es in der Regel von unten, und man trifft sich halt in der Mitte dann, und dann ist es natürlich auch schön für den Neurochirurgen, mal den Blick von unten zu sehen, ist ja auch dann eine neue Art der Zugang und der Welt, die man, der man sich bewegt als Chirurg. Wie funktioniert das praktisch? Stelle ich mir das so vor, Sie bahnen ihm dann den Weg, ich sage jetzt mal durch das Nasenloch hindurch, bereiten die Öffnungen vor, und dann arbeitet sich der Neurochirurg weiter vor zu dem Tumor? Ja, zum Beispiel, wenn wir bleiben bei dem Beispiel unseres Nebenhöhlenkarzinoms, ist es so, würden wir anfangen, den Zugang zu machen durch die Nase hindurch mit den Kollegen. Das macht man heutzutage bei uns auch über große Monitore. Wir haben eine Endoskopie mit entsprechender Software hinterlegt, wo wir auch dann Navigation einschalten und Bilder sehen können. Man kann das überlegen, man kann das MOP auch nochmal verändern, man kann verschiedene Sachen dort planen. Dann würden wir den Teil, der im HNO-Bereich ist, dann entsprechend resizieren, auch mit dem man ihn dargestellt hat. Und dann macht man den Zugang weiter und immer weiter, bis man dann zum Hirn, also zur Schädelbasis kommt und da durchgeht und dann in den Hirnteil kommt, quasi der auf der anderen Seite liegt von der Schädelbasis. Und dann ist dann der Moment gekommen, wo man dann quasi wechselt. Am Anfang ist es so, dass praktisch der Neurochirurg assistiert. Dann wäre dann, das würde dann übergeben werden, sozusagen der Neurochirurg dann im Hirnbereich operiert und wir dann assistieren. Und der Tumor, wie kommt der dann da raus? Der Tumor wird mit modernen Geräten heutzutage zum Teil verkleinert. Es interessiert uns im Wesentlichen ja bei gerade Tumorösenerkrankungen immer die Randbereiche. Der Tumorhauptteil wird genutzt zur Histologiegewinnung, also im Schnellschnitt zu gucken, was ist denn nun wirklich, was da drin ist. Und die Randbereiche werden genutzt, um zu gucken, ob die Resektion, ob man alles rausbekommen hat. Das ist ja bei operativen Vorgehen immer von großer Bedeutung. Und wie groß die Sicherheitsabstände sind zu den Rändern, dafür benutzen wir dann die Randbereiche. Die nimmt man in der Regel ganz raus, gehen meistens dann nicht durch die Nase auch, weil sie zu groß sind zum Teil. Dann wird man sie durch den Mund rausholen, also durch den Nasenrücken, Nasenrachen letztendlich durchführen und zum Mund herausholen, weil da manche Gewebestücke so groß sind, dass sie eben nicht durch die Nasenlöcher passen. Und da wir ja keine zusätzlichen Schnitte machen wollen, würden wir es halt durch die natürlichen Körperöffnungen entwickeln. Das ist der Mund in dem Fall. Wie lange dauert so eine gemeinsame Operation? Es hängt davon ab, was man natürlich macht, welche Größe es hat, ob es ein guter und bösartiger Tumor ist, ob er gut darstellbar ist, und es variiert zwischen 2 und kann auch mal 8 Stunden dauern oder 9 Stunden, wenn das größer ist. Und eine Rekonstruktion, eine größere Rekonstruktion nötig ist dafür, dass wir das Ganze wieder verschließen können, dauert es auch mal länger, das ist möglich. Und das Risiko für den Patienten? Das Risiko von den Patienten ist verhältnismäßig zum Vorgehen, der offene Vorgehen, kleiner, das muss man sagen. Ja, viele Patienten, noch im Kopf und genau. So. Viele Patienten sind so, wenn wir die jetzt durch so kleinere Sachen operieren, dass sie auch dann schon praktisch nach einer Woche, 10 Tagen das Krankenhaus verlassen können oder 14 Tagen, so 1 bis 2 Wochen. Und dann sind sie im Prinzip praktisch normal. Wie bei einem Patienten, wo man der Nasennebenhöhlen operiert hat und Ohr operiert hat,
die dann praktisch auch keine Schmerzen mehr haben, keine Wundsekretion, die Wunde heilen dann. Das kann man aber zu Hause machen, so ist man eigentlich praktisch auch wieder normal einsetzbar, mit Ausnahme der körperlichen Belastung. Die ist natürlich für mehrere Wochen nicht gegeben, auch gerade in puncto Sport zum Beispiel oder auch Arbeiten. Das dauert eine Weile länger. Früher war es aber so, dass die mehrere Monate ausgesetzt haben, die Patienten, weil sie eben lange brauchten, bis die Konvaleszenz wieder stattgefunden hat und sich erholt haben von dem Ganzen. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Und da kann man die Patienten deutlich früher entlassen, als wir es hatten, und eben auch aus dem Krankenhaus, ohne dass man zum Teil auch Reha braucht. Manche Patienten, also man bietet es natürlich dem Patienten an, ist sinnvoll auf jeden Fall, aber nicht jeder möchte es. Und viele gehen einfach auch nach Hause gleich, weil es denen so gut geht, dass man das auch nicht braucht. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.